Jetzt aber. Hallo. Da, 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 da. Geht doch. Du hast das Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Du tapferer Jüngling, wir müssen die Hohle vor der Drohnenapokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goron. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dir gelernt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht, da. Bam! Ich habe übelst Ninja-Technik, kann mir aber kein Instrument leisten. So, ja. So viel dazu. Bevor wir aber dahin gehen, werden wir jetzt aber mal schnell, aber ich meine auch schnell, zu Longlong fahren. Wir wurden ja jetzt, glaube ich, 6 Stunden zugequatscht und in der Zeit ist bestimmt schon Marlon wieder auf der Farm und wir werden sie jetzt mal besuchen. Und erst dann, ja, erst dann werden wir zu Kakariko gehen und die Hyanische Stelle werde ich mir später mal ein bisschen anschauen. In einem anderen Video. In einer nahen Zukunft. So. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier kommt man eine Flasche kriegen. Das mache ich dann aber auch erst später. Na na na. Ja, nee, ich höre schon auf. Ich höre ja schon auf. So. Wir sind Epona. Ich weiß, ich bin auch Hellseher. Das Pferd heißt Epona. So. Wollte ich zwar jetzt noch nicht sagen, aber es wird mir egal. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich musste jemanden vorstellen für den Junge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Jetzt haut es ab. Kaum sind wir vorgestellt, schon haut es ab. So, hast du noch was zu sagen? Wie, es scheint, hat Epona Angst vor dir. Dann packe ich aber das da aus, ey. Hallo. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Jetzt. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied aus der Ocarina spielen? Jo. Yay. Ich auf Anhieb. Nicht, dass es schwer ist, aber es ist schon ein bisschen ungewohnt mit dem Joystick. Du hast den Bundeslied gelernt. Yay. Heute, was machst du schon wieder hier? Mein Gott, die beobachtet mich. Ich bin ein bisschen leise verfolgt. Wo verfolgt es verfolgt mich schon was anderes? Oh, Epona, sie hat an dir Gefallen gefunden, Finjunge.
Wie soll ich das jetzt verstehen? So, reiten können wir noch nicht mit ihr. Das geht erst, wenn wir groß sind. Sag mal, warum reitest du hier einfach raus? Das geht doch nicht. Geh da wieder rein. Sag mal, was soll das hier? Okay, da wieder. Ah, jetzt. Du bleibst stehen. Mir fällt da noch was anderes ein. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ich glaube, mit den Aufnahmen war es so erstmal für heute. Mal gucken, ich will wenigstens ein Part heute noch hochladen. Ich werde ja ab diesem Video, ab diesem Jahr schon bei dem ersten Video angefangen habe, mal mit HD-Renderung einstellen. Also rendern, mit HD-Einstellung annehmen. Und dann wird das bei YouTube ein bisschen besser aussehen. Ich meine, okay, wenn man jetzt die vorigen Videos alle auf HD geschaltet hatten und dann groß, jedenfalls bei mir war dann Vollbild. Und ja, davor war sonst immer noch so ein paar kleine Streifen oder so, beziehungsweise auch wenn es auf HD hat, aber ein Mini-Bild. Habe ich gerade Scheiße drüber? Ne, das ist sicher. Nein, ich glaube, das reicht auch, wenn man so ein bisschen aussieht. So, aber jetzt, wenn ich das dann so renne, dann wird es eben genau schön alles breit sein, aber dafür im Vollbild werden dann oben ein paar kleine Ränder sein. Aber es wird dann noch gehen. Ist ja immer noch immerhin in HD, Mann. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt, wird die Energieleiste um einen Herzcontainer erhöht. Hooray. Wir haben, glaube ich, gerade erst einen angesammelt. Aber egal. Wir haben ja schon 4 Herzen. Das geht ja erstmal. Hier sind besser als 3, ne? So. Wir haben auch keine Flasche, sonst kann ich jetzt auch noch hier was machen. Ja, wir gehen gleich wieder rein. Ah, da fällt mir noch was anderes ein. Ja, dann gehen wir erstmal in diese Richtung. Dauert halt ein bisschen. Kann hier nicht auch noch irgendwo? Tatsache. Wenn man vom Teufel spricht. Ach so. Na, gucken wir mal, was sie anzubieten haben. Was willst du? Hab Erbarmen, ich kann dir einige Bomben verkaufen. 5 Stück, kosten 40 Rubine. Erstens ist das nicht eine Buche. Zweitens habe ich keine Bombentasche. Ups, dann verschwinde ich besser. Spuck nochmal. Gnade, ich kann dir die Kokain anbieten. 30 Stück kosten 40 Rubine. Zur Vollständigkeit halber werde ich den jetzt auch noch schnell machen. Vergib mir, darf ich die Dekonüsse anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Nein. Außerdem habe ich sowieso voll. Und es geht weiter. Eigentlich sind die Deko-Händler mehr oder weniger Notlösung, wenn man es wirklich braucht, was sie anbieten. Und kein Händler weit und breit ist oder keine anderen Sachen oder so. Meistens, nur wenn man es wirklich braucht, sonst lohnt sich das gar nicht. Ich meine, das mit dem Schild beim Deko-Baum war ja noch okay, da der Schild ja abfackeln konnte. Seine neue Skulptur zerstört. Du erhältst dafür ein Skulptur-Symbol. Hui. So, links brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Das war noch eine Person, aber die ist erstmal egal. Das ist nicht wichtig. Wir gehen hier rein. Das ist viel wichtiger. So, und bevor ich das Minigame mache, weil ich vielleicht noch ein paar Anläufe brauche oder so. Sag mal, was macht der mit dem Huhn? Das sieht ein bisschen pervers aus, naja, egal.
Er schläft ja sowieso wieder. Hoffentlich nicht. Ja, okay. Ich werde jetzt hier erstmal einen Schnitt machen, bevor ich das nächste Mal mache. Und ja. Okay, das sah wirklich richtig komisch gerade aus. Na okay, wir sehen uns. Euer Bayer Garzen.